Danke für die Einladung, auch danke für die Ankündigung auf Facebook. Ich hätte das Internet in Österreich eingeführt. Ganz so war es nicht, aber ich war relativ früh dabei, sagen wir mal so. Kurz zu meiner Person. Ich bin so Mitte der 50er in etwa, bin immer schon im Medienbereich gewesen, habe sehr früh angefangen zu fotografieren mit viel Begeisterung, habe als Schüler, als Kameramann und Cutter gearbeitet und habe eigentlich diese Branche dann für eine gewisse Zeit lang verlassen, ein Vierteljahrhundert in der IT, sehr stark in Richtung Online-Business, habe mit Multimedia-Anwendungen angefangen Ende der 80er Jahre und dann 92 meine eigene Firma gegründet, wo wir im Wesentlichen, ich sage mal, Webseiten für Kunden gemacht haben, 10 Jahre lang Nokia zum Beispiel, Whiskers, Bank Austria, wie auch immer. Habe das aber dann irgendwann einmal so 2011, 2012 hat mir das überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, habe meine Firma schlussendlich liquidiert und habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Sprich, ich bin Berufsfotograf und auch seit 2013 Herausgeber von Büchern. Es liegen hier 4 Exemplare. Ich möchte euch heute einfach mal ein bisschen meine Geschichten dazu erzählen, weil es einfach ja, sehr, sehr viel Neues für mich war. Eben weil ich ein digitaler Mensch war, sage ich einmal, und selber mit Büchern relativ wenig am Hut hatte. Bin auch für meine Kinder ein schlechtes Beispiel, weil ich nicht so viel lese. Lange Rede, kurzer Sinn, ganz, ganz lieber Freund von mir, Michael Heitzinger, hat mich 2013 angerufen und gesagt, er ist Texter, er ist Werber, er wohnt in Währing und er möchte gerne ein Buch machen über Währing, ob ich nicht ein paar Fotos machen möchte. Mir hat ein lieber Fotografenfreund davor, schon ein halbes Jahr davor, einen Floh ins Ohr gesetzt und gesagt, es ist irrsinnig leicht, eine Bildband zu machen über Nordindien, aber nicht über das, was vor deiner Haustüre ist. Und das habe ich konzeptiv einmal für mich wortwörtlich genommen und ich wohne in der Gablinsgasse und gedacht, ich mache ein Buch über die Gablinsgasse. Ich suche mal jemanden, der schreibt, das kann ich nicht so wirklich. Und dann ruft mich der Michael Heitzinger an und sagt, machen wir das. Ich sage, okay, taugt mir. Wie wir das Buch konzipiert haben, haben wir 2 Dinge von Beginn an festgelegt. Nichts Historisches, es gibt Unmengen von historischen Büchern, da musst du nicht noch eins drauflegen. Und Nummer 2, zum Charme des Bezirks gehören definitiv die Menschen, die im Bezirk leben und oder arbeiten. Das heißt, in jedem Buch findet ihr über 30 Porträts von Menschen wie du und ich. Zugegeben, im Otterganger Buch ist der damalige Bürgermeister Dr. Heupel noch drinnen. Aber erstes Buch, Bade Waschl im Schafbergbad, türkischer Schneidermeister auf der Gänzgasse. Im aktuellen Buch 1120, also Meidling, findet ihr drinnen die einzige Hubschrauberpilotin bei der Flugpolizei in Österreich, in Meidling stationiert, eine Tierpflegerlehrling, fotografiert bei den Cutters in Schönbrunn, der rumhüpfenden Affen und so weiter und so fort. Also das ist die Grundidee des Buchs. Wir haben relativ bald entschieden, nach 2 Verlagsgesprächen, wir machen es im Eigenverlag. Hat den Nachteil, du hast halt die Druckkosten zu tragen. In Wahrheit musst du auf jeden Fall, auch hättest du einen Verlag, die ganze Verlagstätigkeit selber tun. Also selber Klinken putzen, selber irgendwelche Geschichten machen und gesagt, dann machen wir es doch gleich im Eigenverlag. Geht ganz schnell, ist gewerbescheinfrei in Österreich und Minifirma gegründet. Ja, es ist sehr bildlastig. Wir haben so 100, also die beiden Bücher sind 180 Seiten, über 260 Fotos drinnen, um einfach so ein bisschen die Schönheit des Bezirks zu zeigen. Michi und ich sind beide geborene Wiener, er Floridsdorfer, ich an sich im 9. aufgewachsen. Wir lieben die Stadt und das ist auch ein bisschen unsere Liebeserklärung an die Stadt und soll und vor allem Wienerinnen und Wiener dazu motivieren, die Stadt von einer anderen Seite kennenzulernen. Es sind keine Daumen-drauf-Geschichten, es gibt nicht diese klassischen Wien-Fotos, sondern einfach ein bisschen anders gemacht. Ja, Auflagen zwischen 2.000 und 3.000 Stück. Sie sind, wie ich schon vorher erwähnt habe, 3,40 Euro kostet das Buch im Druck. 3.000 mal 3,40 Euro ist auch Geld. Und wir brauchen ungefähr 1,5 Jahre für das Buch. Hier mal so ein bisschen eine Idee, wie Porträts ausschauen. Die Leute, die Personen in ihrem meistens Arbeitsumfeld, aber nicht nur.
Wir haben drinnen, da in der Mitte, das älteste und das jüngste Mitglied bei der Wiener Viktoria, Wiens ältester Fußballverein, der in Meidling zu Hause ist. Der Kleine spielt in der U9, ist Kapitän der U9-Mannschaft. Der etwas ältere ist seit dem Jahr 1954 Mitglied bei der Wiener Viktoria. Und reingestreut, einfach Aufnahmen vom Bezirk, so ein bisschen mit meinen Augen gesehen. Wir hatten beim ersten Buch einen Redakteur einer Zeitung, der hat gesagt, schicken Sie mir ein paar schöne Bilder von Werding. Und ich schicke ihm von mir aus schöne Bilder und der schreibt mir zurück, was, das sollen die besten Fotos von Werding sein? Scherz, oder? Der Michael Heitzinger war in CC, also in Floridsdorf aufgewachsen, hat gerade gefragt, wo wohnt der? Egal. Also ich habe so ich mache so in meinem Stil. Das, was für mich halt persönlich neu war, ist Nummer eins, einmal den Buchhandel kennenzulernen. Der ganz, ganz anders tickt als das, was ich bis dato vom Buchhandel kannte. Ja, Buchhandel ist natürlich, ich sage mal, ein Goldschallgeschäft. Ja, also der Buchhandel verdient an einem Buch 9 Euro. Wir haben beschlossen, es nicht direkt an Endkunden zu vertreiben. Dank dem Konsumentenschutzgesetz. Wir hatten nicht Lust, nach 4 Tagen das Buch zurückzukriegen mit 2 Kaffeeflecken, mit dem Hinweis, hat mir nicht gefallen. Ja. Der Buchhandel soll seine Marge bekommen, sind 40%, und haben quasi den ganzen Vertrieb ausgelagert. Und wir haben nicht über Amazon vertrieben, werden es auch weiterhin nicht tun, obwohl unsere Frauen, glaube ich, zu den Top 10 Kundinnen gehören in Österreich, aber so ein lokales Buch passt nicht ganz zusammen mit der Arbeitsweise von Amazon. Da zum Thema digital, wir haben sogar einen Buchhändler, der nicht mal eine Website hat. Etwas, was für mich eben aus dem Webbereich kommend tendenziell unvorstellbar ist. Ja, und der wartet wirklich auf Laufkundschaft, die bei ihm vorbeikommt. Ja. Andere Buchhandlungen machen es anders. Ja, und das Buchhandlungssterben ist relativ groß. Wir haben von der Wirtschaftskammer Wien eine Liste von Buchhandlungen heruntergeladen im Jahr 2014 mit 98 Buchhandlungen. Nach allen Retouren der letzten 2 Bücher sind wir jetzt auf 61. Ja, also ein Drittel der Buchhandlungen gibt es nicht mehr. Zum Teil sind es neue Übernahmen, in den meisten Fällen sind sie geschlossen. Ja. Wir machen natürlich den Vertrieb. Das ist die Idee des Eigenverlags. Wir haben relativ viel dazugelernt. Wir nutzen natürlich soziale Medien. Aber wir haben natürlich begonnen, klassisch die Buchhandlungen zum Beispiel vor Erscheinen des Buches und das letzte Buch 1120 ist vor 3 Wochen veröffentlicht worden, einfach einmal anzuschreiben und sagen, okay, das gibt's. Ja. Wir haben eine internationale Bestellhotline, das ist meine Handynummer. Es gibt ein Ding, das heißt VLB, Verzeichnislieferbarer Bücher, das ist quasi die Mutter aller Datenbanken zum Thema Bücher im Dachraum. Und wenn du da drinnen bist und die lassen sich das gut zahlen, ja, dann haben die Buchhandlungen zumindest einen Anhaltspunkt, wo sie sich irgendwie melden können oder anrufen können oder e-mailen können. Ein bisschen zum Thema Finanzielles und Erfolgsfaktoren. Wir sind mit allen 3 Büchern in den schwarzen Zahlen. Wir hatten Fremdkosten von ungefähr 28.000 Euro. Die haben wir innen. Aus 2 wesentlichen Gründen. Wir haben die einzigen Fremdkosten, die wir haben, sind Lektorat. Und es ist gut, wenn jemand Fremder das liest. Zumindest die letzten 2 Runden. Und die Druckkosten. Alles andere haben wir selber gemacht. Der Michi ist Profi zum Thema Text und InDesign. Und die Fotos und die Aufbereitung der Fotos habe ich natürlich selber fürs Buch gemacht. Ansonsten wäre es schwer machbar. Nummer 2. Alle Personen, die im Buch drinnen sind, oder auch Institutionen, wie auch immer, zahlen nichts dafür. Unsere Protagonistinnen und Protagonisten bekommen zur Buchpräsentation ein signiertes Exemplar geschenkt. Wir hindern sie nicht daran, dass sie zusätzliche Bücher kaufen, müssen das aber nicht tun. Die wesentliche Finanzierung geht bei uns über Großkontingente im Vorfeld. Ich sage Bezirksvorstehung. Die eine oder andere Firma, die das als Geschenk sieht. Und wir haben bei allen 3 Bezirksvorstehungen wurden größere Kontingente genommen.
Natürlich jetzt oder leider nicht zu den normalen Verkaufspreisen von 24,90. Aber es ist einfach ein wunderschönes Geschenk. Es ist tagesaktuell, nicht tagesaktuell, aber es ist aktuell und auch einmal ein bisschen ein anderer Zugang als diese ewigen, also sicherlich guten Bezirksbücher mit historischen Fotos aus dem Jahr Schnee. Es gibt in den Büchern gibt es drei Fotos, die ich nicht gemacht habe. Für die ist mein Sohn eingesprungen. Sprich dort, wo ich drauf bin. Aber ansonsten sind das meine Fotos, damit hat man auch rechtlich jetzt überhaupt keine Diskussionen rundherum. Ja. Das, was für mich auch neu war, ist generell das Thema Abstimmung mit Pressestellen. Im Buch 1120 hatten wir in Summe 14 Pressestellen involviert, beginnend bei ÖBB, Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, vier Magistratsabteilungen, Bundesministerium für Inneres, Polizei, Friedhöfe, von drei Firmen, Kommunikationsabteilungen, die alle miteinander sehr, sehr rasch und sehr, sehr fein reagiert haben. Also es gab da keine Vorlaufzeiten und kein Ach, könnten Sie nicht. Ja. Im zweiten Buch ist eben der Herr Dr. Heipel drinnen, wir haben das an den PIT geschickt und binnen 24 Stunden kam, sehr schön geworden, danke Freigabe. Ja, also zum Glück keine Umutumpitzlei, aber von den etwa 500 Stunden, die in jedes Buch hineinfließen, kann man davon ausgehen, dass ein dreistelliger Stundenbetrag nur in die Kommunikation reingeht. Zum Teil haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute gar nicht, wie soll ich sagen, geglaubt haben, dass sie nichts zahlen müssen. Es steht ganz die zweite Zeile ganz fett, keine Inseratschaltung, kein Druck noch Kostenbeitrag. Ja. Wir haben ein Interview geführt jetzt für das letzte Buch von einem Selbstständigen, der gesagt hat, ich habe das nicht geglaubt, das kann ja nicht sein. Ja. Zum Teil sehr schnell angesprungen, zum Teil wirklich nachtelefoniert. Der Vorteil ist, wir haben gesagt, das ist unser Buch, es gibt kein Logo-Friedhof drinnen, keine Danksagung, es ist unser Projekt. Hat den großen Vorteil, wenn es uns nicht gefällt, dann machen wir es anders. Ja. Wir waren zum Glück nie in der Verlegenheit, Protagonisten abzulehnen. Ja. Also wir sind aber auch auf die Leute aktiv zugegangen und kamen jetzt keine Anfragen, ob wir das jetzt nicht machen wollen. Ja. Diese Selbstständigkeit hat einen gewissen Charme. Weil es dann halt nicht so diese Auftragsproduktion ist, ja, mit irgendeinem redaktionellen Beitrag. Ja, wie geht es weiter zu der ganzen Geschichte? Wir haben jetzt drei Bücher produziert, 18., 16. und 12. Bezirk. In meinem Herzen brennen die nächsten drei Bezirke. Meinen Kollegen, der ist ja gerade auf Urlaub, Michi, ich hoffe, du hörst mich nicht, der ist auf Urlaub und braucht jetzt ein bisschen Abstand. Was ich sehr gut nachvollziehen kann, weil die letzten Wochen bei der Buchproduktion sind echt intensiv. Ja. Vor allem darf man nicht vergessen, die Bücher laufen neben dem normalen Job. Ja. Also davon kann man nicht leben. Wir sind froh, wir werden heuer da wird einmal was überbleiben, was Ansehnliches. Ja. Auch nur im vierstelligen Bereich, das muss ich auch dazu sagen. Ja. Und es ist einfach, ja, es ist schön, aber es passiert halt quasi nebenbei. Für mich gibt es ja diese kleine Geschichte übrigens, da liegen sehr, sehr schön bezahlte Marketingprospekte. Ja, also es ist für mich natürlich als Fotograf eine Referenz und ich baue natürlich auch mein Netzwerk in dieser Richtung auch auf. Also ich habe 4 Kunden in Ottakring gewonnen durch das Buch, 1 Kunden in Meidling gewonnen durch das Buch. Ja, also es ist so, unterm Strich natürlich, dann macht es durchaus Sinn und wenn es wahr ist, gibt es nächstes Jahr im Weihnachtsgeschäft den 4. Bezirksband, aber dazu möchte ich noch nicht so viel sagen, aber vielleicht ein andermal. Ja, soweit einmal ganz kurz, was die Bücher betrifft, funktioniert analog noch? Fragezeichen, ja, es tut's. Funktioniert es ohne digital? Schlechter. Also ich komme jetzt aus dem Online-Bereich und wir schalten nicht großartig Facebook-Werbung, ja, aber nutzen natürlich die Community und haben das große Glück, auch mit dem jetzigen Bezirksvorsteher in Meidling einen zu haben, der täglich irgendwelche Dinge postet. Und wir hatten eine Signierstunde, wo er von der gepostet hat. Von der Buchpräsentation hat er gepostet. Ja. Also wir nutzen die Möglichkeiten schon, aber jetzt nicht im Sinne, dass wir großartig Werbung schalten. Danke.
Gibt es Fragen? Ja, ich habe schon eine Frage. Ja. Mein Name ist Ferdinand Kasperer. Ich beschäftige mich mit Newsletter und bin sehr im digitalen Bereich unterwegs. Meine Frage ist, welcher Bezirk ist das nächste geplant? Und die zweite Frage ist, wie kommst du eigentlich an diese interessanten Leute heran und an die interessanten Locations? Prinzipiell, um zur ersten Frage zu kommen, wir suchen uns Bezirke aus mit einer gewissen Bandbreite. Ja. Also das Buch und die Post, also die Bücher heißen so wie die Postleitzahl ausgeschrieben, also 1120, 1160 und so weiter und so fort. Das Buch 1010 wird das aus meiner Sicht nicht geben, weil für mich der erste Bezirk ist kein schlechter Bezirk, aber für dieses Buchformat für mich aktuell zu wenig hergibt. Wir haben ursprünglich, hieß es ja auch, Währing ist das erste Buch und das einzige, das wir machen. Wir sind von vielen Seiten angesprochen worden, ist ein cooles Format, macht es weiter. Gut, Otterkring ist vor meiner Haustür, ich wohne auf der Schmelz. Und der 12. ist auch relativ groß. Um auf deine Frage zurückzukommen, im Herzen brennt der zweite Bezirk, der so eine Mischung aus natürlich historischen Dingen, ja, aber auch ein sehr, sehr, sehr umtriebiger, zum Teil neu Viertel entstehender und sehr weit gefächerter Bezirk ist. Wie kommen eben die Leute heran? Zum Teil, und ihr seht, wenn ihr die Bücher durchblättert, das Otterganger Buch hat 9 Kapitel, Meidling hat 8 Kapitel. Warum das? Otterganger hat 9 Buchstaben, Meidling hat 8 Buchstaben. Und das sind die Anfangsbuchstaben unserer Kapitel. Ja, also Meidling beginnt bei Mobilitätsgarantie, Erlebnisreise und so weiter und so fort. Und dann wissen wir schon ungefähr, was in dieses Kapitel überhaupt hineinfällt. Und wir nehmen das jetzt nicht ganz eng, sage ich einmal, sondern im weiteren Sinn. Also Mobilitätsgarantie, haben wir jemanden drin, der Fahrräder repariert, zum Beispiel. Ja. Zum Teil redest du mit Leuten, zum Teil recherchierst du einfach einmal und gehst hin oder schreibst einmal oder rufst einmal an. Ja. Diese 1,5 Jahre pro Buch haben natürlich auch, wie soll ich sagen, kommen dadurch zustande, dass du mit dem einen redest, dann redest du mit dem nächsten und hin und her und erst langsam in den Bezirk eintauchst. Zum Teil über Freunde, also wir haben drinnen einen Mitarbeiter in der MA46, ja, das ging irgendwie über 3 Ecken. Ja, und ich sagte, ja super, ich mache mit. Ja, also, nachdem wir jetzt keine Prominenten suchen und der Herr Sebastian Kurz ist nicht im Buch drinnen, weil die Ohren sich nicht irgendwie ausgegangen wären vielleicht, und also wir suchen jetzt keine Prominenten. Ja. Aber man kommt halt in Meidling darauf, dass es nicht nur ein Schnapsmuseum gibt, das man möglicherweise kennt. Es gibt ein Zauberkastenmuseum, es gibt ein Heizkörpermuseum, also solche Dinge. Ja. Zum Teil durch Recherche und mit viel, viel Leuten im Wesentlichen. Hallo, ich habe nur kurz die Frage wegen dem ersten Bezirk, weil du gesagt hast, da wird es wahrscheinlich nichts dazu geben, aber gerade da hätte es mich eigentlich persönlich sehr interessiert, abseits von diesen Touristen-Mainstream-Geschichten, was es für nette, einheimische, charmante Seiten und Ecken dort denn auch noch gibt, denn die gibt es ja und das finde ich natürlich, also das wollte ich, das, also jeder Bezirk hat was, ganz, ganz wichtige Aussage. Und der Michael Heitzinger hat mit dem 12. Bezirk zu Beginn des Buchprojektes nicht wahnsinnig viel anzufangen gewusst. Ich kannte den 12. besser. Ja. Und wurscht, wenn du in einen Bezirk eintauchst und recherchierst, ja, natürlich öffnet sich da sehr, sehr viel. Ja. Das, was ich gemeint habe mit Bandbreite, heißt für uns auch in Richtung architektonisch. Ja. Also du hast gerade Otterkring, du hast den Brunnenmarkt und es geht auf bis zum Schloss Wien-Wienerberg mit einem wunderschönen Blick über Wien. Ja. Das hast du halt im ersten nicht. Ja. Nein, also ich bin um die Ecke vom ersten aufgewachsen und es ist gut, dass es einen ersten gibt und ich mag ihn. Ja. Nur ich bin mir nicht sicher, ob das fürs Buchprojekt in der Form was werden könnte. Andere Bezirke drängen sich mehr auf. Ja. Und also der zweite und es gibt noch 2 Internetdomänen, die schon reserviert sind. Also neben dem 2. ist der 3. und der 10. Ja, als drittgrößte Stadt Österreichs. Ja. Wie gesagt, es war keine Kritik am ersten, aber jetzt so in erster Instanz gibt es halt, springt es mich oder springt es uns nicht so sehr an, würde ich sagen. Ich bin 55,
wenn die Genetik weiter so geht, habe ich bis 80, 81, dann könnte die Demenz einen Zug finden. Ich bin sicher, dass die Medizin bis dahin was findet. Also mein Vater ist im 96. gestorben, meine Großmutter im 100. Also eineinhalb Jahre mal 20, 30 Jahre ging es sich dann schon noch aus. Passieren die Shootings im Zuge von Stadtspaziergängen oder Bezirksspaziergängen oder machst du klassische Shootings mit Lichtsetting und was ich beides sagen? Beides. Ich gehe, also das Buch ist ja geteilt quasi in Porträts und in Bezirksfotos. Bezirksfotos sind zum Teil geplant, selten im Sinne von Lichtsetzung. Ja. Aber natürlich schon die Kapitel im Hinterkopf haben, natürlich auch das Thema Sonnenstand und Ähnliches einzuplanen. Die Porträts sind manchmal getrennt vom Interview. Michi Heitzinger führt das Interview, dauert eineinhalb Stunden, je nachdem, wie gesprächig die Personen sind. Und entweder passieren sie dann gleich oder wir machen uns einen anderen Termin aus. Ja, das ist einmal die zeitliche Komponente. Ja. Prinzipiell, ich gehe nie ohne drei mobile Blitzköpfe außer Haus, wenn ich Porträts fotografiere. Dafür, fürs Buch. Ja. Zum Teil, genau, der Available Light, zum Teil wirklich relativ viel Licht gesetzt. Ja. Hängt von der Situation ab, hängt von, wo auch unsere Protagonistinnen und Protagonisten fotografiert werden wollen. Ja. Es gibt, ich weiß nicht, irgendein Lieblingsplatz im Otterganger Buch haben wir eine Volksschullehrerin drinnen, ja, die wollte unbedingt bei ihrem Lieblingsbaum fotografiert werden, in irgendeinem Park. Ja. Ja. Also es ist, wenn du es durchblätterst, wirst du auch sehen, dass die Bilder unterschiedlich sind, also zum Teil Available Light, zum Teil mit relativ viel ja, Licht gesetzt. Und die Personen, recherchierst du die klassisch oder entstehen die im Zuge von dem Spaziergang durch ein 12. Bezirk oder wie? Letzteres am wenigsten eigentlich. Also sprich, dass ich Leute auf der Straße anspreche und sage, wie wär's? Ja, das eigentlich nicht. Zum Teil recherchieren, weil wir eben über die Kapitel und möglicherweise Firmen oder Institutionen oder wie immer die wir drinnen haben wollen, die sprechen wir an. Ja? Also Beispiel eben MA46, ja? Dann hat mit einer sehr netten Ansprechperson gesprochen und sagt, das wäre doch was, wollt ihr nicht jemandem zur Verfügung stellen, oder der KSV zum Beispiel. Ja? Und die gehen dann in sich und sagen, wer will überhaupt? Ja? Also ich sage, meine Schwester wohnt im 18. Und hatte kein Interesse, im Buch drinnen zu sein. Also die Leute wollen es natürlich, müssen es auch wollen. Ja? Also entweder Leute oder Institutionen, sage ich einmal, ansprechen und sagen, stellt uns jemanden zur Verfügung, sie auch ÖBB zum Beispiel. Also wir haben einen Mitarbeiter, der am Bahnsteig Security-Dienst versieht. Ja? Und zum Teil einfach über, wenn es mit Leuten redet es dann so, dass man, ja, und redet mal mit der, redet mal mit der, und wie wäre es mit der und so. Also zum Teil kommen die dann wirklich aus den Gesprächen heraus, dass man die dann direkt anhaut und fragt. Deswegen, wie gesagt, 500 Stunden pro Buch, davon ist wahrscheinlich ein Drittel Kommunikation. Dann sage ich danke, Klaus. Ich sage danke.